Ich glaube, wir sind alle gespannt und die Kinder sind vor allem gespannt und auch die großen Kinder, wenn es Geschenke gibt, jedes Jahr an Weihnachten. Aber auch auf die Zeit nach dem Gottesdienst, die wir dann zusammen mit der Familie verbringen. Und ich möchte, wie gesagt, nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich möchte heute über zwei Wörter sprechen. Das eine Wort ist angenommen und das andere Wort ist angekommen. Und viele von uns kennen das an Weihnachten oder an Heiligabend. Da feiern wir zusammen sehr oft mit der Familie, vielleicht auch mit sehr engen Freunden. Und da ist vielleicht so das Bild, was ich so gefunden habe, beschreibt eigentlich den Heiligabend sehr, sehr gut. Wir sehen hier ganz viel Deko, wir sehen hier ganz viel Liebe, ganz viel Wärme, Geschenke. Aber vor allem sehe ich hier das Wort, du bist angenommen. Das fühlt sich doch gut, im engsten Kreis der Familie zu sein und gemeinsam ein Fest zu feiern. Egal, ob das Weihnachten ist oder nicht Weihnachten ist. Es fühlt sich gut, angenommen zu sein. Amen. Es fühlt sich gut, geliebt zu sein. Es fühlt sich gut, angenommen zu sein. Gleichzeitig habe ich noch ein zweites Bild gesucht, das das Wort angekommen beschreibt oder auf dem Weg beschreibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein Teil meiner Familie oder ein Teil oder der Teil meiner Frau, die Familie, die leben etwas weiter weg. Das sind 360 Kilometer. Ist jetzt auch nicht allzu weit weg. Vielleicht haben einige, und ich glaube auch einige Elternteile oder Familienangehörige, die noch weiter weg wohnen. Aber sehr oft heißt es dann auch für uns, wir müssen uns auf den Weg machen. Wir müssen uns auf den Weg machen, um so ein schönes Fest zu feiern, um mit angenommen zu sein. Und wir wollen auch, das ist eine schöne Atmosphäre, eine schöne Gemeinschaft, die wir da haben und wie wir gemeinsam einfach als Familie feiern dürfen. Aber manchmal müssen wir uns auch auf dem Weg machen. Und diese zwei Wörter, die möchte ich kurz in zwei Bibelgeschichten weitergeben. Annahme. Das ist das, was wir eigentlich an Weihnachten feiern. Wir feiern Jesus Christus. Und was heißt das, dass Jesus Christus geboren ist? Es heißt, Gott liebt dich. Es heißt, dass Gott dich annimmt als Kind Gottes, als Mensch. Und er will eine ganz, ganz enge Beziehung zu dir führen. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 lesen wir einen sehr, sehr bekannten Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wisst ihr, es fühlt sich gut, angenommen zu sein von der Familie. Amen. Fühlt es sich gut, geliebt zu werden von den Eltern, geliebt zu werden von den Kindern, geliebt zu werden auch von deiner Frau, angenommen zu sein. Und ich möchte dir heute weitergeben, Gott liebt dich. Gott will dich annehmen. Und das ist das, was wir heute feiern. Annahme von Gott durch Jesus Christus. Wir reden heute in unserer Gesellschaft viel über Toleranz, über Akzeptanz. Aber Gott toleriert dich nicht. Gott akzeptiert dich nicht. Gott möchte dich annehmen. Und vor allem, er möchte eigentlich ganz, ganz innig mit dir werden. Halleluja. Und das ist das, was passiert, als Jesus Christus geboren ist. Ich weiß hier in dem Bild, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war, dass Jesus so gestrahlt hat. Wir sehen Maria, wir sehen aber, dass Jesus ein besonderes Kind war. Und das konnten auch viele, die Jesus besucht haben, bestätigen. Auch die Hirten, die man im Hintergrund sieht, die konnten das auch bestätigen. Annahme. Gott gibt dir ein Geschenk. Gott streckt dir dieses Geschenk aus. Und die Frage ist, nehme ich dieses Geschenk an? Oder sage ich, ich brauche kein Geschenk, ich brauche nicht dieses Geschenk. Nee, Gott streckt seine Hand aus. Er streckt dir wirklich im tiefsten Sinne seine Hand aus und gibt dir dieses Geschenk der Annahme. Ich weiß nicht, ich bin in einem behüteten Familienkreis aufgewachsen, aber ich weiß, dass das nicht die Regel ist. Ich weiß, dass Menschen oft auch nicht Akzeptanz gespürt haben oder dass sie nicht angenommen wurden von Familien, von Freunden. Aber Gott will dich annehmen. Und diese Annahme durfte ich auch spüren. Und ich muss sagen, diese Annahme ist die größte Annahme, die es gibt. Wir haben hier die Hirten auf dem Feld heute im Vortrag gesehen. Das habt ihr super gemacht.
Teenies und Kinder, das ging mir sehr ins Herz. Und diese Geschichte können wir lesen in Lukas Kapitel 2, Vers 8 bis Vers 20. Ich möchte nicht diesen Textlauf hier lesen, ich möchte einfach nur sinnlich sagen oder in dem Sinn einfach weitergeben, was dort drin stand. Die Engel sind den Hirten begegnet und haben ihnen diese frohe Botschaft weitergegeben, dass Gott sie annimmt, dass ein Retter geboren ist, dass ein Messias geboren ist. Und die Hirten, die waren nicht die gebildetesten Leute, aber sie wussten durch die Tradition, durch die Religion, sie wussten, wer der Messias ist, sie wussten, wer der Retter ist. Sie haben diese Botschaft verstanden. Das lesen wir in Vers 10 und Vers 11. Und was ist die Reaktion auf diese Botschaft? Sie machen sich auf. Sie machen sich auf den Weg. Nicht wieder zurück zu den Schafen und nicht wieder zurück auf die Wiese, um die Schafe zu hüten. Nein, sie machen sich auf den Weg und sagen, kommt, lasst uns sehen, kommt, lasst uns zu Jesus gehen. Sie haben sich auf den Weg gemacht und sie haben dort Jesus getroffen. Und was lesen wir weiterhin? Sie waren überglücklich, Jesus zu treffen. Überglücklich zu sein. Wisst ihr, wir können viele Präsente heute bekommen. Ich habe auch einige schöne Sachen diesen Monat bekommen, aber irgendwann ist dieses Geschenk dann auch nicht mehr so besonders. Aber ich kann euch sagen, dass wenn wir Gott in unserem Herzen haben, dann wird es immer besonders sein. Er wird es immer wieder erfrischen. Er ist ein und derselbe, er ist dieselbe Persönlichkeit, aber er kann sich auf neue Weise dir zeigen. Er kann sich dir öffnen, wie herrlich er ist, wie wunderschön er ist, wie wunderbar er ist. Und so war das auch bei den Hirten. Sie waren überglücklich. Und heute haben wir das ein bisschen gemisst. Die Sterndeuter. Eine zweite Gruppe von, die Bibel sagt nicht genau, welche Anzahl von Leuten das war, aber man geht davon aus, dass es drei Geschenke gab. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dass es für jedes Geschenk eine Person symbolisiert oder einen Sterndeuter symbolisiert. Diese Geschichte lesen wir in Matthäus-Evangelium Kapitel 2, Vers 1 und 12. Und wir lesen, dass diese Menschen, die waren sehr gebildet, die wussten sehr viel, die haben sehr viele Bücher studiert, die haben Astrologie studiert, das waren Wissenschaftler. Wenn wir in dem Urtext schauen, dann finden wir das Wort eigentlich Magier, ja? Aber wir lesen heute Sterndeuter, Wissenschaftler oder Weisen. Die Weisen, woher kamen sie? Aus dem Morgenland. Was ist denn Morgenland? Im Osten. Wisst ihr, wie weit das entfernt ist von hier? Also das würde heute im heutigen Iran irgendwo liegen, im heutigen Irak, vielleicht auch Nordafrika. Der Orient ist ein sehr, sehr großer Bereich. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Wisst ihr, wie lange sie gereist sind? Ungefähr. Was denkt ihr mal? Ja? 3 Tage? Ein bisschen wenig. 3 Tage? Linus? Nein. Mehrere Monate sind sie gereist. Ja? Früher gab es keine Autos. Und früher gab es auch keine Flugzeuge. Wir fahren, wenn wir in Urlaub fahren, dann fahren wir vielleicht einen Tag nach Kroatien oder nach Spanien. Aber diese Weisen, die sind ja vielleicht mit einer Karawane mitgegangen. Was war der Anlass, diese Reise anzutreten? Sie haben einen Stern gesehen. Sie haben einen Stern im Himmel gesehen und haben gesagt, irgendwas bedeutet dieser Stern. Sie haben in ihren Schriften geguckt, sie haben geforscht und sie haben gesehen, es wird ein neuer König geboren, ein König im Raum Juda. Und sie machen sich auf die Reise und ihr müsst euch mal vorstellen, seht ihr jeden Tag Sterne? Seht ihr jede Nacht Sterne? Nee, ne? Die Sterne sieht man erstens nur nachts und zweitens, wenn der Himmel klar ist. Und sie haben einen besonderen Stern gesehen. Sie kommen nach Jerusalem, sie finden Herodes und sagen ihm, es wird ein neuer König geboren. Und wo ist dieser neue König? Und Herodes war ganz stutzig. Herodes lebte in Jerusalem und letztes Jahr haben wir diese Zahl über uns zusammen auch ausgelegt. Wie weit war denn Jerusalem von Bethlehem entfernt? Wisst ihr das noch ungefähr? 8 Kilometer. 8 Kilometer.
Wie schnell gehen wir 8 Kilometer? Ich weiß, wenn ich laufen gehe oder wenn ich joggen gehe, dann schaffe ich 8 Kilometer in einer Stunde ungefähr. Und wenn wir normal spazieren gehen, schaffen wir 8 Kilometer in 2 Stunden. Aber Herodes sagte zu den 3 Weisen, anstatt selber auf die Reise zu gehen, sagt er zu den Weisen, geht nach Bethlehem und wenn ihr dort einen König findet, dann sagt mir Bescheid. Und sie gehen nach Bethlehem und als sie sich wieder auf den Weg gemacht haben, diese letzte Meile, diese letzten Kilometer, dann sehen sie wieder diesen Stern. Und sie waren überglücklich. Sie haben Jesus getroffen. Wisst ihr, ich möchte uns heute einfach weitergeben. Ich weiß, dass wir in verschiedenen Familienverhältnissen aufwachsen. Jeder hat Annahme anders verspürt. Aber Gottes Annahme ist eine besondere Annahme. Und die darfst du heute erleben. Gott schenkt dir oder streckt dir dieses Geschenk aus, Jesus Christus. Und durch Jesus Christus darfst du freien Zugang zum Vater haben. Die Frage ist, dieses Geschenk steht hier vor dir. Die Frage ist, was machst du? Machst du dich auf die Reise? Bist du angekommen bei Jesus? Und ich möchte heute diese Frage hier nochmal darstellen. Gott will dich annehmen. Bist du bei ihm angekommen? Bist du in seiner Gegenwart angekommen? Bist du in seiner Liebe angekommen? Es kann uns vieles genommen werden. Reichtum kann genommen werden. Auch Familienangehörige können versterben oder können gehen. Aber Gottes Liebe, Gottes Geschenk kann dir niemand nehmen. Jesus Christus in deinem Herzen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und einfach gemeinsam beten. Und da, wo du gerade auch bist oder stehst mit Gott, dass du ihm einfach, wenn du sagst, du bist bereit, Herr, ich möchte dich annehmen, Herr, ich möchte zu dir auch ankommen. Herr Jesus, ich danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dieses große Fest, was wir feiern dürfen. Und dass wir verstehen, dass das ein Liebesbeweis an die Menschheit ist, dass du Jesus gesandt hast hier auf diese Welt. Und jeder, der daran glaubt, darf angenommen werden, darf in deiner Liebe baden, darf in deiner Gegenwart sein. Herr, und diese Tatsache ist einfach ganz klar vor meinen Augen. Aber ich denke auch vor vielen hier auch steht sie ganz klar vor den Augen. Und ich möchte, dass es nicht einfach nur eine Nachricht ist, nicht nur irgendeine Nachricht von oder eine Botschaft von vielen Botschaften. Nein, dass es eine besondere Nachricht wird, dass wir sagen, wir machen uns auf. Wir möchten dem Herrn begegnen. Wir wollen ankommen zu Jesus Christus. Wir wollen ankommen zu dir, Gott. Und du weißt, wo wir momentan stehen, Heiliger Geist. Du weißt, wo wir momentan sind, wo wir uns befinden, im Glauben auch befinden. Und du kannst uns deine Antwort geben und zu uns sprechen. Deswegen lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du auch in unsere Herzen hineinsprichst, dass du uns berührst, dass du dieses Heiligabend wirklich heilig machen lässt, dass wir den wahren Sinn dahinter verstehen können und auch feiern dürfen. Weil du bist da, Herr Jesus. Nicht diese schöne Deko, die wir erleben dürfen und nicht, Herr, diese schöne Familiengemeinschaft. Nein, du bist da. Du bist gekommen und du bist der Grund, warum wir heute feiern dürfen und warum wir mit der Familie zusammen feiern, mit Freunden zusammen feiern. Du bist der Grund. Wir sind angenommen und wir wollen auch bei dir ankommen. Herr, segne uns dabei auf dieser Reise. Amen. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.